Eine Tochter aus sehr reichem Haus macht ihr Matura mit Auszeichnung. Der Vater ist begeistert davon. Als Belohnung zahlt er ihr 14-tägige Südamerika-Reise. Der Kleine fliegt nach Südamerika. Wie es wieder zurückkommt, versammelt sie die ganze Familie und sie erzählt ihre Reiseerlebnisse. Im Kreis der Familie sitzt da die ganz derische Großmutter, die versteht überhaupt kein Wort, hört aber trotzdem sehr gespannt zu, wie die Kleine da schildert die Pflanzenwelt von Südamerika, wie da die Pflanzen alle groß werden, wie das alles wächst. Und sie erzählt unter anderem, sagt, also Kinder, da drüben habe ich Bananen gesehen. Das könnt ihr euch überhaupt nicht vorstellen. Solche Trümmer werden das, die Bananen. Und Zitronen sah ich in dieser Größe, sagt die derische Großmutter. Und Geld hat er auch. Mit Englisch Interesse fahren, das geht eigentlich. Wirklich, ja? Gut, ja. Das war wieder einmal in der Volksschule. Gleich nach den Ferien, erste Unterrichtsstunde Englisch. Eine junge Englischlehrerin, eine hübsche, betritt die Klasse mit einem Minirockerl. Kaum ist drin in der Klasse, kommt der Schulinspektor rein. Na, die sieht den, denkt sie, um Gottes Willen, der ersten Stunde ist auch noch. Der beruhigt sie aber, sagt, Frau Kollegin, regen Sie nicht auf, ich störe Sie nicht, ich setze mich da mitten unter die Kinder rein und tun Sie so, wie wenn ich gar nicht da wäre. Der setzt sie nieder, sie fängt an zum Schreiben auf die Tafel, schreibt, Good morning, children. Und wie es bei Children ist, bricht ihr die Kreiden an. Sie buckt sie um die Kreiden, das ist momentan ein schöner Anblick. Ne? Sie schreibt dann fertig, ein bisschen rot im Gesicht und sagt zu den Kindern, also Kinder, kann mir irgendwer vielleicht diesen Satz übersetzen? Aber er rührt sie nicht mehr, auf einmal zeigt der kleine Franz, sie sagt, der ich, Frau Lehrerin. Sagt so, er, bitte sag, was heißt das? Sagt so, er, Frau Lehrerin, das heißt, Wundi hat einen schönen Arsch. Sagt sie, Franzi, wie kommst denn du daher? Was redst denn da zusammen? Traut sich der um zum Schulinspektor und sagt, Alter, wenn du nicht Englisch kannst, was sagst du mir denn? Ein Ehepaar hat eine neue Wohnung gekriegt, der hat alles herrichten lassen, hat alles verfließen lassen, die Böden am Fußboden. Er kommt um 11 Uhr heim, auf einmal schaut er ins Wohnzimmer, sehr alt in Spagat, ganz nackert. Jetzt bist du deppert, was machst du denn da? Zuerst, ich hab da mitgetan, dann hab ich einen Spagat gemacht und bin beten geblieben. Kommt niemand her. Das ist lächerlich, zah da. Geht nicht. Der ruft seinen Freund an und sagt, jetzt komm auf, ich hab da ein Problem. Der kommt auf und sagt, das werden wir gleich haben. Da tun wir da den Boden ausstehen. Da bist du deppert, da kostet ein Quadratmeter 1500. Dann sagt er, ja, was soll man machen? Sagt er, warte, ich such was. Und der wieder zurückkommt, kniet sein Freund von seiner Frau und spült sie mit die Brustwarzen. Und der, jetzt bist du deppert. Sagt er, nein, es ist, wer weiß, bei meiner Alten, wenn du die spülst, da wird's feucht. Und dann zahmen wir so in die Kuchel, da kostet ein Quadratmeter nur 32. Was? Was? Jeder hat wieder aus. Ja, ja. Da muss man jeder einen Kuchel machen. Ja, gut. Zwei Gynäkologen verlassen ein Krankenhaus, in dem sie den ganzen Tag gearbeitet haben. Wie sie rausgekommen auf Kosten, sagt der eine zum anderen, ah, Herr Kollege, das tut gut. Endlich wieder eine frische Luft, sagt der andere, ja, und endlich wieder Gesichter. Da fällt mir lieber ein Alter, den habe ich schon lange nicht mehr erzählt. Da kommt ein Mann auf ein Polizeiwachzimmer mit einem Pinguin unter den Arm. Sagt er, entschuldigen, Herr Inspektor, der Pinguin ist mir da zugerannt, ich weiß nicht, was ich mit dem machen soll. Sagt er, dann gehen Sie mit dem nach Schönbrunn. Ne? Sagt er, danke, geht. Am nächsten Tag macht der Wachmann seine Runde, trifft er den Mann wieder mit dem Pinguin unter den Arm. Sagt er, was ist jetzt? Haben Sie ihm noch alle, weil waren Sie mit dem nicht in Schönbrunn? Sagt er, oh ja, da waren wir gestern, heute gehen wir ins Belvedere. Ein Tupin Whisky, Lady. Was ist? Was schaust du so deppert, alter Trottel? Was ist der Dame Jung, du hast einen Brezen gemacht?
Oh ja, deswegen schaue ich ja. Weil ich habe in meiner frühesten Jugend einmal einen Kakadu geschnackselt. Und jetzt überlege ich, ob du nicht vielleicht mein Bub bist. Ein ganz alter, lieber Witz. Eine deutsche Urlauberin fährt nach Paris und möchte sich den Louvre ausschauen. Nimmt sie einen Führer, aber wie sie durchgegangen haben, bleibt sie beim Bild stehen und sagt, Van Dijk. Nein, eigentlich nicht, Frau Bräugel. Gingen weiter beim nächsten Bild. Oh, Rubens. Nein, Rembrandt. Gingen um die Ecke und sagt sie, das ist ein Picasso. Sagt er, nein, das ist ein Spiegel. Nicht. Naja. Da sitzen zwei Fetten bei Wirten auf einmal sagt er, hier ist Karl, ist das Leben nicht scherzlich. Da sitzt jetzt ein Verrochtschichel, rauchst 100 Spät, trinkst 20 Kilo weh, damit sie heute nicht siehst und kommst daheim, siehst du das Doppel. Da treffen sich zwei Freunde nach langer Zeit wieder einmal auf der Straße und sagt der eine zu anderen, sehr was Karl, lange habe ich dich nicht mehr gesehen, wie geht's dir, was machst du nicht mehr? Sagt er, du, danke, mir geht's sehr gut, ich bin jetzt an der Universität. Sagt er, du bist an der Universität, geh, was machst denn du? Sagt er, ich trage vor. Sagt er, was bist du vortragend an der Uni? Boom, was tragst du vor? Sagt er, angewandte Logik. Sagt er, angewandte Logik? Sagt er, was ist das? Sagt er, pass auf, ich erkläre dir das. Hast du zu Hause ein Aquarium? Sagt er, ja. Sagt er, dann siehst du, logischerweise hast du Fisch drin. Nicht? Sagt er, ja, stimmt. Sagt er, ist alles logisch. Nicht? Weil du Fisch drin hast, magst du Tiere. Nicht? Sagt er, ja, stimmt. Sagt er, weil du Tiere magst, magst du Lebewesen. Nicht? Weil du Lebewesen magst, magst du Menschen. Weil du Menschen magst, magst du natürlich Frauen. Weil du Frauen magst, bist du kein Warmer. Und so kann man das weiterspinnen, verstehst du mich? Sagt der andere, ja, das ist klar. Na, der das gehört hat, geht in einen Café aus, trifft einen anderen Freund, erzählt ihn, sagt, da steht er vor, ob den Karl getroffen wirst. Der ist jetzt an der Uni und tragt dort vor, angewandte Logik. Sagt der andere, was ist denn das? Sagt er, pass auf, ich erklär das. Na, hast du zu Hause ein Aquarium? Sagt er, na. Sagt er, dann bist du warm. Das ist zwei Jahren passiert, er ist ein alter Fischer. Seiner Kollegen sitzt der Fischer am Strom und fischt. Auf einmal kommt einer mit dem Ralf vorbei und sagt, hey, jetzt fischen Sie schon da lang? Sagt er, ja, jahrelang schon. Sagt er, kannst du mit dem Ralf drüber fahren? Ich hätte es einen Umweg zu machen. Sagt er, fahren Sie drüber, das ist in Ordnung. Danke. Der fährt rein, weg ist er. Der kommt hinterher und sagt, das hat sich deppert, hören Sie. Du hast zumindest 5 Meter. Sagt er, komisch. Zuerst ist ein Anden drüber gegangen, der hat so weit rausgeschaut. Ich kann Ihnen das nicht ersparen, ich muss Ihnen meinen Lieblingswitz erzählen. Ein Mann mit einer fürchterlichen Halsentzündung wacht mitten in der Nacht auf vor lauter Schmerzen, er kann kein lautes Wort mehr reden. Denkt er sich, wurscht wie spät es ist, ich muss sofort zu einem Arzt gehen. Steht auf, zieht sich an, geht oben auf die Gassen, sucht er bei den Häusern rumherum, bis er neben dem Haus so eine Tafel findet, praktischer Arzt, tut Leiter an. Macht die Frau von dem Arzt auf, sagt er zu ihr, ist der Doktor zu Hause? Sagt sie drauf, na, kommen Sie rein. Oh, grüß Gott, mein Name ist Prohaska. Ich bin Vertreter von der Firma Exodus. Ach so. Wir haben ein neues Mittel gegen Wanzen. Nein, und weg ist. Hören Sie mal auf, hören Sie mal, die Wahnsinn schon zwischen Daumen und Zeigefinger, ob dann's Droge ist, ne? Ja, so geht's auch.
Ich hab's heute mit den Freunden. Da treffen sie wieder einmal zu einem Freund, sagt der eine, sehr was Franz, lange nicht mehr gesehen, wie geht's denn immer, was magst du denn? So, du danke, mir geht's sehr gut, ich bin bei der Firma Huber und Vögele. So, der Herr, da geht's dir wirklich gut, ich bin bei der Länderbank und muss arbeiten. Zwei Spätzeln gingen von Heurigen haben, total eintrangelt. Auf einmal sagt der eine zu anderen, Peppe. Wieso gehst du da so gebückt? Der Kerl hat mir angemacht. Und der ich auch, weil ich aufregst, ich bin ja noch nicht fertig. Halt der Wachmann hat er vorauf, der so leicht im Slalom fährt. Ich würde sagen, haben Sie was getrunken? So, sorry. Das geben Sie noch zu, auch. So, sorry. Beethoven und der Hemming werden wir auch gesoffen. Schreit der immer zu Funk, passt auf, da kommen noch zwei Fette durch. Treffen Sie zwei Freunde, sagt einer zu anderen, Pepe, du bist so zerrüttet, hast du was? Sagt er, ja, ich hab die Alzheimer. Du warst schon bei einem Arzt, sagt er, ich war schon in einer Klinik. Okay, sagt er, was für eine Klinik warst du denn da? Sagt er, ich war jetzt. Sag mal, wie heißen die Blumen mit den Dornen? Sagt er, Rosen. Sagt er, Rosin, was für eine Klinik war ich denn? Was lachen's denn jetzt so? Der Witz war da überhaupt nicht gut. Aber den Witz meine ich ja nicht. Da hinten sind der Kadrobert in die 10. Café-Rippen. Das ist ein Witz. Ah, ja. Ja. Darf ich da Platz nehmen? Aber ich bitte förmlich drum. Grüße, mein Wertester, mein Allerwertester. Sollten wir uns nicht kennen? Sollten wir? Ja. Ich habe auch das dumpfe Gefühl, aber jetzt weiß ich momentan nicht, wo ich sie hingeben soll. In einen Koffer. Der Blöde. Das war nur ein Scherz. Ja, aber mir fällt es jetzt nicht, wir waren doch vor 3 Monaten auf der Sexparty bei den Brotzingers. Ein Brotzinger? Ja, ja, genau. Ja. Wie hat's denn Ihnen dort auf der Party gefallen? Das ist eine Fahrt, wenn ich mehr Hosen gefunden hätte, war ich früher heimgegangen.